Ja, Leute! Was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play! Death Stranding. Letztes Mal haben wir schöne Sachen erfahren über die junge Dame. Oder eher traurige Sachen, eher schreckliche Sachen. Und heute machen wir weiter. Und was sagt uns das Baby heute? Was Teufel ist das? Okay, also er flieht auf jeden Fall. Hey Sam, dank der neuen Orte, die du ins Netzwerk integriert hast, konnten wir noch mehr Archivdaten retten. Leider habe ich immer noch nichts über die Ursprünge der BBs herausgefunden. Und auf die Dienstakte von BB28 habe ich gar keinen Zugriff. Wenn ich wenigstens dort reinkäme, könnte ich dir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay, ich bleib am Ball. Tu du das auch. Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Ja, wollte ja gerade machen. Ich aber finde, das hat hier einfach voll Quatsch. Ja gut, so. X hat Fragile reingelegt, oder? Wieder heimlich gelauscht. Alles in deinem Handschellenprotokoll. Und mittels des chiralen Netzwerks konnten wir Middlenot Citys Regionalarchiv wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte es in ihrer Stimme hören. Der Mistkerl hat sie verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Gute Nachrichten. Der von dir gesandte Bot hat sein Ziel erreicht. Der Test war erfolgreich. Ich habe noch einen für dich vorbereitet. Nimm ihn als Dankeschön. Und noch etwas, Sam. Dem Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Wieso sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalsen? Aber wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern, könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Bewertung verdienen. Wenn du eine Herausforderung suchst, probiere es mal aus. Gut. Gut, dann schicken wir ihn mal los. Dann weißt du für mich jetzt die Aufträge, oder? Mach sie nicht mehr, zeig mal den Sklaven. Diese Musik, Alter, ich finde die so geil. Ich finde die so geil, die Dinger, ey, ich liebe die jetzt schon. Allein, das macht die schon sympathisch, so. Was soll da? Lieferung eines chiralen Messgeräts, Förderstation. Mach doch gern. Ja, ja, ist neu, ich weiß, aber ich habe ja noch Schuhe, ich habe noch die alten. Ja. Sam, manchmal bringen andere Boten Bridges-Fahrzeuge zur Garage zurück. Sie sind für alle da, also benutze sie einfach, wann immer du willst. Cool. Aber nicht, danke, aber eine coole Farbkombi, obwohl die ein bisschen komisch war, aber man kann es machen. Nö, den können wir behalten. Also, momentan brauche ich es nicht. Nämlich da, wenn ich es brauche, aber hier momentan noch eigenen. Da ist er ja. Fahrzeug benutzen. So, bei der Station, wo ist sie?
Gut, bis dann. Naja, du bist auch im schlechten Zustand, mein Kumpel. Ach Gott, ob das jetzt da eine gute Idee ist, so ein bisschen geht ja, aber das geht dann ja gar nicht mehr. Oder ich glaube, das können wir bald. Ah Gott, nee, ich glaube, das machen wir lieber zu Fuß. Ich glaube, das müssen wir zu Fuß machen, Leute, oder? Nee. Ja, wie kommen wir da hin? Ich glaube, das ist einfacher zu Fuß. Ich glaube, das ist der Bedeutung. Ich glaube, das sollte einfacher. Ich glaube, bevor wir jetzt hier ablaufen, ich glaube, da sparen wir keine Zeit. Also Fahrzeuge nutze ich, klar, nutze ich die Fahrzeuge auf viel Nutzen, aber auch nur dann, wenn es Sinn macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht mit dem Fahrzeug nachher länger brauche als zu Fuß, dann kann ich halt zu Fuß gehen. Das soll ich mehr Zeit sparen, nicht mehr Zeit brauchen, also. Ne? Es ist... Ah, so macht das Game gleich viel mehr Spaß, muss ich ehrlich sagen. Es ist einfach so geil, die Story. Ich bin auch voll drin, ne? Also es ist echt, also da ist die Yokojima. Obwohl, man muss sagen, man merkt so ein bisschen das Metal Gear Solid in dem Spiel irgendwie. Also ein bisschen zumindest. Also ich finde das schon... Also, ja, man spielt jetzt mehr, aber auch nicht. Also klar, man räumt für nur die Gegend, so. Man also das Beste passiert in den Cutscenes, genau wie damals in Metal Gear Solid. War es ja genauso. Das Beste war halt auch in den Cutscenes, ne? Wenn der Snake Eater, der mal anguckt, ich meine, das ist ja jetzt keine so große Beliebtheit, weil das jetzt so ein grandioses Spiel Gameplay hatte und revolutionär war. Das Gameplay war nämlich, naja. Interessant. GD Kontaktwarnung, du kannst. Das war's. GD-Kontaktwarnung. Was soll ich machen? System? Hm? Sam, du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Cool. Wenn du eine sehr oft benutzt, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Nope, mach ich. Ich auf System. Auf Option. Einstellung, oder was? Ach, GD-Kontaktwarnung. Achso, ja, das lassen wir so. Alles gut, danke. Achso, geil. Jetzt lassen wir so. Es passt schon, es passt ja schon. Ach, diese Katzen dazu, ne? Aber ich finde gerade halt atmosphärisch, die lasse ich mal. Also das gehört und so ganz nett, aber danke. Ja, war ganz nett, aber muss ich ehrlich sagen, ganz atmosphärisch. Ich überlege gerade gegen den GD noch zu kämpfen. Ich habe Pippa, aber. Naja, ach komm, lass. Ich gehe wirklich den Berg hoch, deswegen. Also zu Fuß, es ist kein. Also Fahrzeuge ist halt nicht wie jetzt in anderen Computerspielen ein Ersatz. Also in anderen, jetzt, wenn man sich so Spiele wie jetzt, weiß ich nicht, ja, weil die GTA angucken, ne, da ist es ja ein ganz klarer Ersatz und bist immer schneller da. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Aber ist ja auch okay, das passt ja auch im Spiel. Muss sagen, das passt ja auch. Aber mal gucken, wie nützlich die Fahrzeuge sind. Hätte ich gerne nützlicher. Aber gut, okay, in dem Gebiet natürlich nicht. Ganz klar. Ah, jetzt schon. Ja, weiß nicht, ob wir gegen die Idee jetzt kämpfen. Ach nee. Muss ich mir jetzt nicht unnötig antun. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber. Einfach nicht, also ich habe schon noch Leute mit. Ah, oh, nee, komm. Nee. Aber es ist nämlich auch mal ein Denken, gerade wenn die Aufpresser da machen. Ich jetzt keine Blutbeutel habe, mein Blut ist weg. Also ja, aber Sam wollte vielleicht nicht so viel Blut spenden, ne? Wie oft der gut spendet, oh gut. Ja.
Ist okay, Kleiner. Er ist in Ordnung. Okay, aber ganz ehrlich, das geht auch so viel schneller. Ja, aber schön, dass wir zur Wetterstation scheiß Wetter haben. Sehr schön. Warte. Ich sehe nicht. Nee, das ist doof. Nee, das ist rot. Hier ist in Ordnung, hier kann ich rüber. Ach komm, machen wir eine kurze Pause. Beruhigen und dann. Ja, genau. Genau, beruhigen wir Bibi mal ganz, ganz kurz und dann geht's gleich wieder weiter, ne? Du bist ein ganz braver. Achso, ja gut, ist nicht ganz vorbei, aber ich glaube, man kann schon sagen. Ja, genau, dass es schon vorbei ist. Jetzt freut er sich wieder. Aber krass, wie lange die so ausgereicht hat, achso. Ist nice. Ah, jetzt sind wir alle so, das glaubt man nämlich gar nicht, aber darf man tatsächlich nicht lang. Wenn da auf Versehen lang geht. Aber da war nicht rot. Hallo, da war gar nicht rot, da war auch gar nicht rot. Alles gut. Boah. Ah, okay, war rot. Scheiße. Meine liebe ich, das ist nämlich egal. Hat auch gut überstanden. Hab ja auch nicht so viel dabei jetzt, also. Nur ein paar Blutbeutel. Und dann zum Kram. So, okay, wir haben es geschafft. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts. Ja.
Sam Bridges, oder? Wir haben dich erwartet. Das Messgerät, das du gebracht hast, wird viele Leben retten. Lass es mich kurz inspizieren. Mach mal. Wow, großartig. Es ist in perfektem Zustand. Vielen Dank. Jo, jo. Muss ja, ne? So, cool. Spezielle Lieferungen können jetzt alle in allen den UCA Zugang eingerichtet und verwendet werden. Die Menge an Material, das welches verwendet werden kann, wurde erhöht. Ja, sehr gut, ne? Dort freut mich natürlich. Ja, Alter, kriegt aber 209 Likes und so viel. Sonst kommen wir ja hier nie weiter in der Story, dann sitzen wir ja noch, weiß ich nicht. 3 Jahre hier und machen keine Story. Ich meine, das ist nur das Beste am Spiel. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Natürlich. Ey, wenn das Ding mal verloren geht, ne? Und am Arsch. Cool. Lastenschweber Teil Stufe 1, aha. Cool. Ach, geil. Sie haben dir sicher erzählt, dass diese Wetterstation vor dem gestrandeten Tod gebaut wurde. Bridges 1 hat sie repariert. Leider ist vor einer Weile durch chirale Interferenzen der Kontakt zu unseren Wettersatelliten abgerissen. Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Nice. Finde ich nett. Finde ich geil. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Ich weiß. Ausgezeichnete Arbeit, Sam. Danke. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie dem Strand in gewisser Hinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiraliumwerte und diese zu messen ist eine der Hauptfunktionen des Cupids. Je mehr wir wissen, desto genauer können wir vorhersagen, wo und wann der nächste Zeitregen fällt. Ohne das chirale Netzwerk könnten wir nur raten. Oh, und dank deines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handschellen den Wetterbericht ansehen. Cool. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das wird bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus im Auge. Nicht allzu weit von Sarsmart City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Cool. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Bauschutzhütte. Bauschutzhütte. Zeitregenfarm, Angel. Ja gut, dann wollen wir die Schutze. Achso, oh Gott, wir haben ja. Oh nein, das bringt dich jetzt erst. Wir haben mit kaputten. Oh. Auf deinen Handschellen kannst du dir jetzt den Wetterbericht ansehen. Gut. Das sollte dir unterwegs helfen. Jo, danke, dass du es noch mal so machen kannst. Was? Geht das denn, ne?
Wind und Zeitregen. Blaue Bereiche kennzeichnen Zeitregen, der Fall Zeit und Geschwindigkeit im Rand nicht an. Okay. Okay. Nice. Na gut, Leute, dann machen wir einen Cut rein. Beim nächsten Mal geht's weiter hier mit Let's Play Death Stranding. Haut rein, bis dann. Tschüss, bis zur nächsten Folge.